haben, ist der Besitzer hier verstorben. Hotelzimmer. Jetzt wird's richtig spannend. Noch richtig eingerichtet zu sein. Vollgelaufen mit Wasser. Das scheint wohl gefragt zu sein, diese Location. Deswegen jetzt mal ab unter die Trockenhaube. Scheint auch wohl im Schützenverein gewesen zu sein. Oh, Stefan, was für dich? Für dein Herz. Wir gehen jetzt runter und gucken uns mal die Kneipe an. Moin Moin, Servus und Grüß Gott auf meinem Kanal. Heute bin ich mit Luca unterwegs und Sven. Cut! Ich muss mich mal eben kurz einklinken, denn ich habe nämlich was zu verkünden und zwar 20.000 Abonnenten auf meinem YouTube-Kanal erreicht. Geil! Richtig mega geil! Das habe ich euch zu verdanken. Eine richtig geile Community. Ihr schreibt Kommentare, ihr schickt mir Pakete auf Instagram, auf Facebook und Livestream seid ihr dabei, egal ob ich jetzt Twitch oder YouTube mache, ihr seid großartig. Dazu gibt es aber noch ein extra Video. Ich will nicht so viel sammeln heute. Jetzt kommt noch so ein kleiner Lost Place Chinken, wie immer so sagen. Also da war ich in so einem Hotel, Gaststätte. Da war ich auch nicht so ganz bei Sache, da habe ich auch so ein bisschen Kuddelmuddel gedreht. Ich wollte es aber euch nicht vorenthalten. Vielen, vielen Dank für die Abos. Mal schauen, ob wir die 50.000 noch dieses Jahr erreichen. Jetzt schreibe ich gerade hier mal WhatsApp an. Genau, mit Luca und Sven war ich nämlich auf dieser Location. Und jetzt wünsche ich euch noch viel Spaß mit dem Video. Und dann sehen wir uns Sonntag auch wieder mit einem neuen Video um 10 Uhr. Also, jetzt geht's weiter. Und sind hier auch direkt in einer Garage, Scheune, ja, angelangt. Und jetzt wollen wir gucken, sehr spannend, eine Gaststätte. Was hier passiert ist, kann ich euch leider nicht hundertprozentig sagen. So viel ich mitgekriegt habe, ist der Besitzer hier verstorben. Aber wir gucken uns das Ganze mal an. Von draußen sah das schon sehr gut aus. Hier sieht man übrigens schon so Holzspinte, wahrscheinlich für die ganzen Mitarbeiter. Und hier sind so ein paar Poster mit Motorrädern und Ersatzteilen. Da stehen auch Batterien drin. Wahrscheinlich hat der Besitzer auch oder wer auch immer, war Motorradfan. Was wohl mal aussah wie eine Küche mit Backofen. Oh, hier ist sogar noch ein richtiger alter Ofen, wo sie noch mit Holz wohl geheizt haben. Jetzt wird es richtig spannend. Müssen wir ein bisschen leise aufmachen. Okay, hat schon mal geklappt. Jetzt kommen wir nochmal in so einen Küchenbereich rein. Hier sieht man auch eine Küche komplett eingerichtet. Mit schönen Holzschränken. Aber hier fällt die Tapete auch schon komplett runter. Hier sieht man noch so eine ganz alte Geschirrspülmaschine. Und Kühlschrank. Und noch ein Eisschild, was sie wahrscheinlich vorne an die Straße gestellt haben. Also es scheint noch richtig eingerichtet zu sein. Ein bisschen zerwüst. Ich glaube, die Gaststätte hatte auch noch Hotelzimmer, weil man kann nach oben gehen. Oder ob das vielleicht die Wohnung ist von dem, ja, die das gehörte. Da können wir da auf jeden Fall gleich auch nochmal nachgucken. Hier sieht man übrigens auf dem Tisch auch noch ein Foto. Das könnte ja wahrscheinlich der Besitzer gewesen sein. Ich wollte gerade in den Keller reingehen, aber das können wir uns komplett abschminken. Wie ihr seht, der ist komplett vollgelaufen mit Wasser. Guck mal, sogar noch eingepackt, ne? Ja, frisch. Ja, die hängen da noch. Guck mal, dieser, die... damals die Omas immer getragen haben, so eine alte, also wie nennt man die? Kittel-Shirt. Kittel, ne? Hm. Jetzt wollen wir mal nach oben gehen. Ich will mal gucken, ob es wirklich hier auch Hotelzimmer gab. Oh, hier hat ja auch schon jemand Gast gegeben. Okay, hier können wir auch die Taschenlampe ausmachen. Ich würde jetzt mal einfach ganz nach hinten durchlaufen. Das kenne ich noch von meiner Oma her, damals. Die haben auch solche Tonnen noch gehabt, wo Waschmittel und sowas drin war. Kennt ihr die auch? Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Oh, das riecht sogar noch richtig nach Waschmittel. Okay, was sie jetzt hier angestellt haben, sehr fragwürdig. Die Dusche war eben ein bisschen auseinandergerobbt. Hier stehen sogar echt noch Sachen rum. Nivea-Creme, Rasierschaum. So, du hast mich gerade vorgewarnt, wir kriegen noch Besuch. Sind wahrscheinlich noch andere Urbexer drin. Ne? Das scheint wohl gefragt zu sein, diese Location. So, müssen wir wieder ein bisschen Licht machen. Oh, hier steht noch ein Kreuz. Also wir sind auch in der Region, wo es sehr katholisch zugeht. Oh, hier ist ein Bett, schon auseinandergebaut mit einer Matratze. Hier auch noch zu erkennen, Waschbecken und ein Kleiderschrank wieder mit diversen Klamotten drin, eine Jogginghose. Scheint auch wohl im Schützenverein gewesen zu sein, so eine Schützenjacke, Jogginganzug, ein Kittel. So, wir gehen einfach mal einen Raum rüber und da sehen wir auch schon ein Bett. Und damals hatten die das immer so gehabt, so die einzelnen Matratzen, so drei Stück, die sie nebeneinander legen konnten. Hier ist auch noch ein Bett. Oh, das sieht aber richtig urig aus. Eine Flasche Wodka gehört natürlich aufs Zimmer.
Vielleicht haben sie das damals auch als Service mit angeboten, die Trockenhauben. Oh, ich passe da gar nicht runter. Bei meiner Frisur, ich muss auch mal ganz dringend zum Friseur, den habe ich immer noch nicht geschafft. Deswegen jetzt mal ab unter die Trockenhaube. Bing. Fertig. Also das kommt mir auch so ein bisschen vor, der Style gerade der Tapeten, so 80er Jahre, würde ich ganz stark vermuten. Wie lange das jetzt auch schon leer steht, kann ich leider nicht sagen, das haben wir nicht rausgefunden. Es wird auch schon wieder so schnell dunkel, aber guck mal, da ist auch so ein Waschbecken. Ich würde ganz stark vermuten, dass sie hier auch Schlafplätze angeboten haben, also praktisch hotelmäßig. Oh, Stefan, was für dich? Für dein Herz? Ich sehe auch gerade noch, der Stromzähler ist da, der läuft gar nicht mehr. Also Strom ist hier alles komplett weg, tot. Wahrscheinlich ein Gästebuch? Nee, irgendwelche Eintragungen von Getränken, Speisen. Ah, das muss ich wieder pixeln. Das ist eine Rechnung. Und so wie ich sehe, haben die wirklich hier Hotelzimmer vermietet. Weil hier steht irgendwas mit Schlafen. Ah, das kenne ich auch. Das sind solche Fußmatten, die man ausrollen kann. Zum Beispiel für Treppe oder für den Flur. Haben sie früher immer ganz viel benutzt. Die sind doch richtig stabil, die Dinger. So, mein Geflüchtet in den Nebenraum. Und hier sehen wir auch noch zwei Betten. Noch die ganzen alten Federmatratzen. Oh, so. Dachbodenbereich. Man merkt schon, richtig warm gerade hier oben. Aber hier ist es so ein Wasserkrug, was sie früher benutzt haben. Noch für Hände waschen und Gesicht waschen. Kennt ihr das? Dann hatten wir mal so eine Schale daneben gestehen gehabt. Hier auf jeden Fall noch so ein Schrank mit Porzellansachen drin. Hier steht noch so eine ganz alte Waage. Ein Kinderwagen. Den hatten sie aber nur zur Show gehabt, oder? Die waren früher so. Aus der Zeit komme ich nicht. Ein bisschen Klettern angesagt. Ich würde sagen, wir gehen jetzt runter und gucken uns mal die Kneipe an. Ich finde es ja immer sehr schön, solche Kneipen wieder zu sehen, mit solchen Fenstern, mit diesen bunten Fensterscheiben und die Tapete eben, wie gesagt, so 80er-Style. Die Stühle auch so 80er-mäßig. Ich denke mal so, das wird 80er sein. Hier ist sogar noch eine Zeitschrift, die ist von Sonntag, 4. Oktober 2009. Wie man hier so ein bisschen erkennen kann, war das wahrscheinlich so der Raum, wo die sich mal schön gemütlich hinsetzen konnten, Sofa, Sessel und ein Fernsehen. Vielleicht haben sie auch Fußball damals geguckt. Und ich denke mal, zu der Zeit war auch das Rauchen noch erlaubt. Hier wahrscheinlich so der gemütliche Teil. Wahrscheinlich Stammtisch oder sowas. Ja, Luca, kannst ruhig vorbeikommen. Ich wollte dein Video nicht kaputt machen. Du wolltest mein Video nicht kaputt machen. Ganz kurz Licht. Da seht ihr auch die ganzen Trophäen. Ich dachte, wir stehen gerade im Krankenhaus, aber das ist nur ein Reinigungszeug. Sah erst aus wie so ein Tropf, ne? Genau, jetzt stehe ich genau hinter den Tresen. Wahrscheinlich stand hier die Zapfanlage. Die haben sie schon komplett weggebaut. Kühlschrank steht hier. Auch alles schön. Sven, leise. Ah, hier, der schöne Jägermeister. Hier jetzt aber einmal rüber, weil ich habe nämlich was gesehen hier. Also die haben bestimmt auch selbstgemachten Kuchen gemacht und der stand dann hier drinnen. Da konnten die halt sagen, oh, leckeren Apfelkuchen mit Schlagsahne, den möchte ich gerne haben. Ja, wie gesagt, hier konnten sie aufmachen und dann konnten sie den Kuchen rausholen. Ach, guck mal, sogar mit Spiegel. Nein, aber da konnten sie den Kuchen rausholen. Echt noch alles schön aus Holz gemacht, ne? Das gefällt mir. Diesen Griffen drinnen unten auch. Da sind auch noch Kühlschränke drinnen, ganzen Borden. Thank you.
Boah, was ich gerade noch gefunden habe, hier so eine richtige alte Fanta-Flasche. Boah, auch noch aus Glas. Ein richtig altes Emblem drauf noch. Okay, nicht lange sabbeln, schnell raus hier. Gebt mir einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal, schaut bei Sven und bei Luca vorbei, ist alles unten in der Videobeschreibung. So, und jetzt kriege ich raus wie so ein Hahn.